Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bleibt bitte schön sportlich fair, obwohl das Stadtderby ansteht. Bitte werdet auch in den Kommentaren nicht ausfallend oder beleidigend. Sowas wird einfach rausgelöscht und bringt halt einfach gar nichts. Ansonsten könnt ihr auch in der Infokarte klicken, da kommt ihr sofort zum Spiel St. Pauli gegen den Hamburger SV. Noch eine kurze Ansage, wenn ihr andere Prognosenkanäle kennt oder selber vielleicht Prognosen macht oder Prognosen machen wollt, dann lasst mich das gerne auch in den Kommentaren wissen, nicht unbedingt mit einem Link. Am besten schreibt ihr dann, welcher Kanal das denn ist, wenn ihr das selber seid. Ja, sagt das auch, dann ist auch mal Eigenwerbung meinetwegen gerne erlaubt. Aber dann können wir mehrere Prognosen noch zusammenführen. Ihr wisst ja, dass ich seit dieser Saison nicht mehr alle Spiele oder nicht alle Spiele in der kompletten Zusammenfassung mache. Und damit wir vielleicht noch mehr Prognosen haben, könnt ihr mir dann einfach da ein bisschen unter die Arme greifen. Ich verlinke dann eure Videos auch oder die Videos, die ihr mir vorschlagt, und dann sehen wir im Endeffekt noch mehr Prognosen. Und ansonsten geht's jetzt los mit Hannover gegen Bielefeld. Stimmt noch gerne in den Kommentaren ab für die nächsten Videos, welche Spiele ich da in der Zusammenfassung haben soll. Aber wie gesagt, jetzt geht's los mit Hannover gegen Bielefeld. Viel Spaß und danke fürs Reinschalten. Hannover 96 gegen Arminia Bielefeld ist eigentlich ein Freundschaftsduell, doch heute geht es um harte Punkte. Denn Hannover insbesondere ist nicht gut in diese Liga gestartet. Man dümpelt aktuell im Mittelfeld rum. Zu Beginn der Saison ist das aber alles noch zu verbessern. Hier hatte die erste Möglichkeit auch der Gastgeber Edgar Pripp mit dem ersten Abschluss. Aber keine Probleme für Stefan Ortega Moreno. Die Anfangsviertelstunde klein in Händen der Niedersachsen. Hier auch Duxch wieder im Fokus. Pripp, Korb. Im Zusammenspiel dann Bakalotz, der erst nicht durchkommt, aber Genki Haraguchi setzt nach. Und in der 19. Spielminute gingen die Gastgeber verdientermaßen in Führung. Da war dann auch für den Schlussmann der Bielefelder nichts mehr zu halten. Weiterhin Hannover, die bessere Mannschaft. Jannis Horn mit dem nächsten Abschluss, der linke Außenbahnspieler. Mit dem missglückten Versuch, einen Treffer zu erzielen. Und nochmal eine Möglichkeit vor dem Seitenwechsel wieder für Hannover. Genki Haraguchi legt sich den Ball auf der rechten Seite zurecht, bringt ihn auf den zweiten Pfosten. Ortega Moreno hat da Probleme. Anton auf Bakalotz und der trifft aus der Hektik nur das Ausnetz. Das hätte es sonst schon sein können vor dem Seitenwechsel. Es ging mit diesem knappen 1:0 in die Pause. Bielefeld hatte eben Glück, dass es nur 1:0 stand. Im zweiten Durchgang wurden sie dann aber zunächst erstmal besser. Manuel Prietl sieht Fabian Klos und Andreas Vogelsammer testet Ron-Robert Zieler auf äußerst unangenehme Art und Weise. Ein wuchtiger Schuss platziert aus kurzer Distanz, aber wie Zieler den rauskratzt, ist wirklich sagenhaft. Da feiert er sich vollkommen zurecht. Bielefeld war jetzt aber dran. Der anschließende Eckstoß auf Vogelsammer getreten. Und der hat hier die nächste dicke Möglichkeit. Starker Kopfball. Da fehlte wiederum nicht viel. Der DSC jetzt wie ausgewechselt. Manuel Prietl. Super Ball. Und was für eine Parade von Ron-Robert Zieler in der 71. Spielminute. Klar muss das Hartl irgendwie besser lösen, aber das ist auch stark vom Schlussmann, der Hannoveraner. Und auch die letzte Aktion gehörte Bielefeld. Hannover bringt sich da selbst in Bedrängnis. Edmundson legt rüber zu Andreas Vogelsammer. Doch der Jubel blieb aus, denn es war eine Abseitssituation. Haarscharf, aber richtig entschieden. Ganz viel Glück in letzter Instanz für Hannover, dass sie sich hier im Freundschaftsduell mit 1:0 durchsetzen. Verdient war das am Ende nämlich nicht mehr. Der VfB Stuttgart strauchelt in der Liga, aber nur auswärts. Zu Hause hat man 3 Spiele, 3 Siege einfahren können. Auswärts stehen 2 Spiele, 2 Unentschieden. Gegen den SSV Jahn Regensburg sollte das jetzt alles anders werden. Und so spielten sie ja dann auch nach vorne. Viertelstunde gespielt, González im Strafraum, der dann einfach mal sich das Herz nimmt. Aber nur das Außennetz anvisiert.
Dennoch, der hat schon einen richtigen Sprung gemacht, alleine schon jetzt in den 5 Spielen der zweiten Liga. Kommt immer mehr in Fahrt, Gonzalez. Nun Insua und Didavi auf der linken Außenbahn. Die Flanke ist stark und Gonzalez wieder mit dem Abschluss. 23. Minute, Meier im Tor der Regensburger, aber ohne größere Probleme. Nach einer halben Stunde wagten sich dann die Regensburger mal nach vorne und zwar so. Marco Grüttner mit einem sehenswerten Volley-Schuss. Schöne Flanke von George und da bleibt für Kobel nichts anderes übrig, als hinterher zu schauen. Doch vor dem Seitenwechsel kam nochmal der VfB zu einer Möglichkeit. Phillips bringt ihn nochmal rein. Insua, dann Silas, erst von Meier gehalten, doch die Davi setzt nach und köpft das Ding ein zum hochverdienten Ausgleichstreffer. Nickt er ein, Meier geschlagen, kommt nicht mehr ran. 1:1, also nach 45 Minuten, das war sogar trotzdem noch schmeichelhaft für die Regensburger. Chancen außer diesem Treffer hatten sie nicht, aber die Effizienz in diesem Fall natürlich hervorzuheben. Im zweiten Durchgang jetzt Silas mit der Vorlage zu Daniel Didavi. Und jetzt wurden die Schwaben mal effektiv. Starker Ball natürlich in die Spitze, schwach verteidigt, viel Platz in der Mitte und Meier kann nichts mehr parieren. Der SSV Jahn Regensburg wurde jetzt aber wieder besser von diesem Treffer leicht aufgeweckt. Jan George mit der Flanke und Jan-Marc Schneider mit dem Kopfball steigt er gut hoch, der ist aber dann schlecht platziert. Da hat er viele Freiräume und der muss zumindest irgendwo in eine der beiden Ecken gehen und nicht direkt auf Kobel. Nächste Möglichkeit für Jan-Marc Schneider. 67. Spielminute. Doch der Ausgleichstreffer sollte noch nicht gelingen. Kobel schmeißt sich. Fraglich, ob er den noch erreicht hätte. Aber wieder der SSV. Geipel und Jan-Marc Schneider mit dem 2:2. Im dritten Anlauf klappt es dann. 71. Spielminute. Der VfB Stuttgart kassiert mal wieder das 2:2, spielt mal wieder auswärts nur unentschieden. Ist natürlich bedient. Aus Regensburger Sicht kann man mit diesem Resultat auf jeden Fall deutlich zufriedener sein. Stadtderby in Hamburg und die Gäste aus Stellingen haben die klare Favoritenposition. Tabellenplatz Nummer 1 steht da. Und so spielten sie auch, eben wie ein Tabellenführer. Fein auf Bakary hatte und in der 4. Minute hätte es um ein Haar schon 1:0 gestanden. Doch die Fahne des Assistenten schnellte hoch. Und Jatta mit der Schulter minimal im verbotenen Raum. Es war eine unglaublich knappe Situation. Doch wie schon in der Vorsaison, bei diesem Duell war der FC St. Pauli nach vorne überhaupt nicht präsent. Nächste Chance für die Rautenelf, Adrian Fein. Der Schuss wird aber abgelenkt von Lawrence. Der anschließende Eckstoß zunächst geklärt, doch der FC St. Pauli schaffte es kaum mal für Entlastung zu sorgen. Fein, Hinterseher, gut weitergeleitet und Kin Zombie verpasst den Führungstreffer, der jetzt schon absolut verdient gewesen wäre. Da fehlte aber nicht wirklich viel. Dieses Bild führte sich bis zur Halbzeit fort. Kittel schickte nochmal Lukas Hinterseher. Himmelmann konnten sie bis dato aber noch nicht überwinden, weil auch die letzte Konsequenz im Abschluss fehlte oder eben ein bisschen das letzte Quäntchen Glück fehlte. 0:0 zur Pause, glücklich für den FC St. Pauli. Nach vorne war das eine absolute Nullnummer. Zweiter Abschnitt, ein ähnliches Bild. Adrian Fein, Naray im Zusammenspiel, Naray wieder zu Fein. Schönes Kurzpassspiel, Kin Zombie scheitert fürs Erste und dann schlägt er doch zu. 53. Spielminute,
die Führung für die Gäste. Und sie war hochverdient. Das muss man hier natürlich niemandem erzählen. Kin Zombie setzt nach und schlägt zu. Aber auch sinnbildlich, dass es erst wieder im zweiten Anlauf klappte. Nun waren die Braun-Weißen gefordert. Diamantakos mit der Flanke, aber Jamra erledigte auf der rechten Verteidigungsposition seinen Job mit Bravour im Kopfballduell gegen Mats Möller-Deli. Zieht er natürlich den längeren. Der HSV konnte jetzt kontern und das machten sie nicht wirklich schlecht. Sonny Kittel steigt da hoch. Nach 66 Spielminuten platziert diesen Kopfball etwas zu genau und dann geht er rechts am Kasten vorbei. Doch das große Aufbäumen des FC St. Pauli blieb weiterhin aus. Kittel schickte dann nochmal Lukas Hinterseher. Der spielt mit Kittel einen einfachen Doppelpass und entscheidet in der 79. Minute dann diese Partie. Das war kein guter Auftritt der Heimelf und der HSV überzeugte bis in die 90. Minute. Dann kam nochmal der FC St. Pauli. Diamantakos testet heuer Fernandes, aber auch das 1:2 fiel da nicht mehr. Wäre auch absolut nicht dem Spielverlauf entsprechend gewesen. Unter dem Strich setzt sich der Hamburger SV verdient mit 2:0 durch und die Gastgeber enttäuschen wieder, wie schon in der Vorsaison beim Heimspiel gegen den HSV, auf ganzer Ebene. Jo, dann werfen wir noch einen Blick auf die Ergebnisse. Fürth gegen Wien Wiesbaden 1:1, Karlsruhe gegen Sandhausen 1:0, Hannover gegen Bielefeld ebenfalls 1:0, Heidenheim gegen Kiel 2:3, Regensburg gegen Stuttgart 2:2, Darmstadt gegen Nürnberg 1:2, Bochum gegen Dresden 2:0, Aue gegen Osnabrück 1:0 und im Stadtderby St. Pauli gegen den Hamburger SV 0:2. Schauen wir auf die Tabelle. Erster ist der Hamburger SV. Weiterhin noch ohne eine Niederlage. Der VfB Stuttgart auf Tabellenplatz 2. Dritter ist der FC Erzgebirge Aue. Vierter Sandhausen, fünfter Nürnberg, sechster Osnabrück, siebter Bielefeld, achter Greuther Fürth und neunter der KSC. Die zweite Tabellenhälfte führt der SSV Jahn Regensburg an. Elfter ist Hannover, zwölfter Kiel, 13. Heidenheim, 14. Bochum und 15. der FC St. Pauli.
Auf dem Relegationsrang aktuell Dynamo Dresden, 17. ist dann der SV Darmstadt und Tabellenletzter der SV Wien Wiesbaden. Wenn es dir gefallen hat, lass doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und tschüss.